Heyo Leute, Crymax hier, was geht euch, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Leute, wir sind hier mal wieder in unserer wunderschönen Villa. Und heute, meine Freunde, ist was richtig Besonderes geplant. Und zwar, Leute, nach extrem langer Zeit gibt es heute mal wieder einen Beste-Freunde-Tag. Natürlich mit unserem besten Freund Tuan, Leute. Heute machen wir mal wieder richtig Action. Lasst dafür ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, Leute. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt als allererstes mal natürlich zu unserem besten Freund Tuan, zu seinem Tempel, Freunde. Und natürlich nicht vergessen, checkt natürlich wie immer meinen Shop aus, Leute. iCrymax.shop, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, Leute, wir fahren jetzt zu Tuan. Er wird sich bestimmt richtig freuen. Er wünscht sich auch immer so beste Freunde-Tage mit uns zu machen. Heute werden wir wieder richtig durchdrehen in GTA. Let's go! So, Leute, ich hoffe, Tuan ist nicht mehr sauer auf uns wegen dem Prank neulich. Aber, ey, jeder weiß ja, Pranks nimmt man ja nicht so ernst, Freunde. So, schaut mal hier, seine ganzen Autos sind schon wieder da. Tuan, was geht? Max. Bist du bereit für einen beste Freunde-Tag? Willst du wieder Prank machen, ne? Komm mal her. Ja, lustig, lustig, hä? Schön, dass... Auto nehmen und dann kaputt machen, ne? Ja. Tuan, das war neulich nur ein einmaliger Prank. Jetzt heute kein Prank. Beste Freunde-Tag. Ja, ich hab heute leider ein, ich bin heute verplant. Ich hab heute einen beste Betttag. Ich geh heute ganz Tag schlafen. Boah, ey, Leute, ich glaube, Tuan ist noch sauer auf uns wegen letztem Mal. Mann, ich frag ihn mal. Man muss immer über Probleme direkt sprechen. Aus Tuan! Dem Weg! Oh. Ja! Oh, er ist nicht so gut zu sprechen. Ey, Tuan, bist du noch Was? Sauer auf mich wegen dem Prank? Nein, ich bin nicht sauer! Wow. Okay, na gut, dann machen wir ein anderes Mal einen Beste-Freunde-Tag. Mhm. Oh, Leute. Hey, du machst einen Prank. Nein, ich mach keinen Prank mehr, Tuan. Alter, Leute, habt ihr das gesehen? Der war so sauer, dass sogar Laser aus seinen Augen rauskam. Ey, ich glaube, unser bester Freund Tuan ist echt noch irgendwie sauer auf uns wegen dem Prank. Das war irgendwie nicht so gut letztes Mal. Freunde, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, um das Ganze wieder gut zu machen. Ja, weil ich sage euch ganz ehrlich, Freundschaft ist das Wichtigste. Und unser bester Freund Tuan, den wollen wir natürlich nicht verlieren. Die Frage ist nur, wie können wir es wieder gut machen, Leute? Wie können wir sein Vertrauen wieder gewinnen? Wie können wir Tuan eine Freude machen? Was kann man einem Mann schenken, der schon alles hat, Leute. Er hat ja hier schon all seine Autos, Urus, Mulus, Tulus, keine Ahnung, OP-Tulus, 6x6 Tulus. Der hat ja alles, was er mag, Leute. Was können wir einem Tuan schenken? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, aber wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, dass er nicht mehr sauer auf uns ist. Leute, wisst ihr was? Wir fahren jetzt erstmal nach Hause und dann müssen wir uns mal richtig Gedanken machen. Let's go. Ey, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt ist mir irgendwie noch nichts eingefallen. Wir haben ja wirklich schon alle krassen Sachen Tuan mal überhaupt geschenkt. Und er hat ja auch schon alles. Oh nein, Leute, jetzt auch noch der Wissenschaftler da. Ey, Mann, auf den habe ich heute gar keinen Nerv. Ja, Wissenschaftler. Ich habe was mitbekommen. Ja, was hast du denn mitbekommen? Ey, jetzt wirklich heute, gib Paul Berger heute keine deiner Erfindungen. Ich habe wirklich schon schlechte Laune heute. Ich bin tatsächlich wegen dir hier. Wegen mir? Okay. Ich habe gehört, du und dein bester Freund, ihr mögt Urus. Ja, mein bester Freund, der mag Lamborghini Urus ziemlich, ja. Es gibt neue Projekte von Meriwether, die euch interessieren könnten. Neue Projekte? Bauen die da gerade einen krassen Lamborghini oder sowas? Ich würde sagen, guck's dir selber an. Okay, und was, du hast Projekte gesagt, Mehrzahl. Wie viele von diesen Projekten gibt's denn? Also ich weiß von zwei. Zwei, okay, und wo sind die? Check mal das Meriwether aus, dort, wo die am Hafen was haben. Okay, ja. Und wo noch? Eventuell im Militärlager. Okay. Na gut, Wissenschaftler, das war echt mal ein nützlicher Besuch von dir heute. Aber beim zweiten gibt's vielleicht ein Problem. Dort musst du eine Schlüsselkarte von einem sehr bewachten Mann holen. Die Koordinaten kann ich dir auch geben. Ja, klar, gib alles her. Ich brauche unbedingt die Lamborghini Urus für meinen besten Freund. Alles da. Okay, super, danke. Ja, und jetzt, Paul Berger ist nicht zu Hause. Du musst ihm keine Erfindung von dir geben. Meinst du? Ja, ja, ich habe eine neue Waffe erfunden. Nein, wir brauchen keinen neuen Waffenwissenschaftler. Ja, aber bitte gehen. Oh, Leute, er ruft mich gerade an. Der, ja, Paul Berger hat noch länger Schule. Du bist in deinem Zimmer, ich komme. Oh, verdammt, Leute, aber ich kann mich darum jetzt nicht kümmern. Leute, habt ihr das gehört, was der Wissenschaftler gesagt hat? Und zwar hat er mitbekommen, dass zwei krasse Lamborghini Urus gerade von der Militär gebaut werden. Das könnte... Oh nein, ich höre da schon irgendwas explodieren im Haus. Oh, aber egal, Leute, unser bester Freund Tuan geht auf jeden Fall jetzt vor. Wir werden da jetzt auf jeden Fall mal direkt hinfahren, weil das könnte das perfekte Wiedergutmachungsgeschenk sein. Leute, ihr wisst doch, wenn es zwei Sachen gibt, die Tuan mag, dann sind das einmal Enten und dann sind das krasse umgebaute Lamborghini Urus. Ja? Das könnte vielleicht was sein, damit wir Tuan wieder glücklich machen, damit er nicht mehr sauer auf uns ist. Leute, ich würde sagen, wir fahren da jetzt mal hin und schauen mal. Let's go. Okay,
Okay, Freunde, wir sind jetzt hier bei Meriwether angekommen, bei dieser Söldnertruppe hier im Hafen. Da müssen wir aber richtig aufpassen. Die sind alle bis unter die Zähne bewaffnet. Wir parken mal kurz unseren Rolls-Royce Cullinan hier, nehmen mal noch ein paar Waffen mit aus dem Kofferraum. So, okay, Leute, ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt werden wir da mal reingehen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir möglichst unbemerkt bleiben, weil, ja, nicht, dass sie das Militär da irgendwie noch waren. Okay, schon mal hier ein bisschen vorgehen, mal gucken, ob wir da irgendwas... Oh, Leute, seht ihr das? Da vorne stehen zwei Leute. Da vorne stehen zwei von denen. Aber ich muss irgendwie gucken, ob ich da ein bisschen näher rankomme, damit ich irgendwie vielleicht was hören kann, was die sagen. So, hier ist doch gut. Ja, hier ist sehr gut. Okay, wir gucken mal, ob wir die belauschen können, ob die was sagen. Ich sag dir ehrlich, Mann, dieser neues Auto da, das ist ja krank. Die reden von einem neuen Auto, Leute. Hast du mitbekommen, Alter? Das kann sogar unter Wasser, glaube ich, schwimmen. Ja, Mann, unter Wasser? Kofferraum, wenn das aufgeht, das sieht so krass aus. Oha. Die Turbinenpower ist krass, Mann. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gehört? Ey, ich hätte so gern so einen, Mann. Denkst du, Chef gibt uns auch mal? Mein Weiß Gott. Ich nicht. Das okay, Leute, ist so nervig, Mann. Der Lamborghini scheint hier zu sein. Jetzt müssen wir die beiden nur weglocken. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir die da weglocken können. Wir nehmen einfach mal einen Schneeball. Und ich werfe den Schneeball, den werfen wir einfach kurz, Leute. Den Schneeball, ich werfe den mal kurz hier hin, Leute. Und guck mal, ob die jetzt hier hinlaufen und gucken. Ja, genau. Ich höre dich. Ist das gut? Ja, genau. Warte mal hier, warte mal hier. Ich werfe hier nochmal einen. Du gucken, Mann. Nochmal einen. Ja, komm. Ja, okay, der Idiot, der guckt nach dem Schneeball. Und jetzt gleich mit Schalldämpfer. Okay. Bam! Okay, sehr gut, wir haben den ausgeschalten. Sein Kumpel hat auch nichts davon gemerkt. Jetzt ist der alleine, das heißt, wir können uns da jetzt anschleichen. Und dann werden wir den auch noch ausschalten. Wir machen das hier, stehe hier auf Top Secret, Leute. Okay, okay, okay. Ganz leise, ganz leise, ganz leise. Oh. Okay, und... Für Tuan! Oh, okay, sehr gut. Wir haben ihn ausgenockt. Perfekt, Freunde. Weiter vorrücken, weiter vorrücken. Wir nehmen jetzt hier mal lieber eine Waffe raus. Jetzt müssen wir richtig aufpassen, wenn wir hier erwischt werden. Oh, da ist noch einer dahinter. Weg mit dir! Oh. Hier ist einer, hier ist einer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, wir wurden bemerkt. Oh. Schnappt ihn euch! Alles für das unseren Projekt besten Freund Tuan. Das Projekt muss geschützt werden. Eindringling, Eindringling. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, komm, komm. Weiter vorrücken, weiter vorrücken. Ich vermute mal, dass sie das da hinten am Hafen aufbewahren, Leute. Okay, sehr gut. Den haben wir auch ausgeschaltet. Weiter, weiter, weiter. Oh mein Gott, nein, die Sirene ist an, die Sirene ist an. Oh, weiter, 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 Leute, weiter. Okay, da hinten schießt noch jemand, da hinten schießt noch jemand. Okay, nachladen, nachladen und... Zack, okay, weg mit dir, weg mit dir. Okay, Leute, weiter vorpushen. Oh nein, da ist gerade jemand am Fahren. So, stoppt das Auto. Ihr dürft keinen Alarm melden. Okay, den haben wir auch weg. Sehr gut. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das ist dieser krasse Lamborghini Urus hier. Der sieht ja auch schon richtig heftig aus. Ihr habt ja gehört, was die beiden Soldaten gesagt haben. Der soll irgendwie ein halbes U-Boot sein oder sowas. Okay, Leute, wir testen das mal. Wenn das so stimmt, dann müssten wir doch jetzt hier einfach durchs Wasser abhauen können, oder? Oh, der ist auf jeden Fall auch schnell. Leute, wisst ihr was? Wir riskieren es einfach mal. Let's go! Raketenabwehrgeschütz wird aktiviert. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh mein Gott, Leute, wir sind ja wirklich unter Wasser. Die schießen da oben mit Raketen nach mir, aber juckt mich nicht. Hahaha, let's go. Alter, ey, was ist das für ein kranker Lamborghini Urus? Der kann einfach... Ey, Leute, per Knopfdruck verwandelt sich das Ding einfach zu einem U-Boot. Ey, ich glaube, Tuan hat ja schon echt krasse Lamborghini Urus oder OP-Tulus oder wie er die immer nennt. Aber sowas, ein Lamborghini Urus, der unter Wasser fahren kann, der sich so transformiert. Ich glaube, sowas hat er noch nicht, Leute. Okay, wir hauen jetzt hier mal ab. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier gleich an Land angekommen. Und jetzt müsste ich hier einfach nur wieder den Knopf drücken. Und Leute, ihr seht, der verwandelt sich einfach direkt wieder zurück. Wie krass ist das? Woo! Und jetzt können wir wieder an Land mit dem fahren. Okay, Leute, einen Lamborghini Urus haben wir schon mal geklaut. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall verstecken, am besten bei uns. Und dann machen wir auf jeden Fall weiter und werden uns den zweiten OP-Tulus sneaken, Leute. Und zwar bei der Militärbasis, Leute. Let's go! Okay, Leute, wir haben den jetzt mal hier versteckt bei uns zu Hause, ein OP-Tulus. Wir fahren mit unserem Bentley weiter und jetzt, wie gesagt, zur Militärbasis. Aber der Wissenschaftler hat auch was gesagt, dass es ein bisschen schwieriger sein könnte, weil wir da irgendwie erst so eine Schlüsselkarte dafür brauchen. Okay, Leute, also jetzt auch wieder Konzentration. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr erwischt werden. Und dann hoffe ich, dass jetzt alles gut läuft. Wir fahren jetzt erstmal zur Militärbasis. Let's go, Freunde. Okay, Leute, wir sind jetzt hier gleich angekommen. Wir sind noch nicht bei der Militärbasis, weil wir brauchen erstmal die Schlüsselkarte. Und der Wissenschaftler meinte zu mir, dass irgendwie hier sollen so Securities sein, die diese Schlüsselkarte beschützen. Wisst ihr was, Freunde? Wir nehmen jetzt erstmal ein Scharfschützengewehr raus und werden uns das Ganze erstmal angucken aus der Entfernung. Okay, da hinten sehe ich schon richtig viele Leute. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter vor, Leute. Ganz unauffällig. Wir müssen aufpassen. Okay, die sehen hier alle wie Securities aus. Okay, die haben da auch Karten.
Cullinans, Rolls-Royce Cullinans. Boah, die sind alle voll krass bewaffnet. Oh mein Gott, lass mal schauen. Habt ihr eine Idee, wer von denen... Oh, warte mal. Da sieht einer ein bisschen anders aus. Seht ihr den? Die sind alle in schwarzen Anzügen und der hat hier so einen blauen Anzug. Das scheint da wohl der Chef zu sein. Ja, der macht da auch so... Er macht die hier so Kommandos oder so mit seiner Hand. Ich glaube, das ist echt der Chef. Also wenn hier jemand von denen die Schlüsselkarte hat, dann muss er das sein. Jetzt ist nur die Frage, Leute. Wie schaffen wir es? Alter, das sind ja so viele. Das sind bestimmt 20, 30 Securities. Wie schaffen wir es, die alle auszuschalten? Wenn ich jetzt hier die nach und nach wegsnipe, Leute, dann fällt das trotzdem auf. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Freunde. Und zwar, ich habe ja Zugriff auf das Raketensystem von Turan, auf die Raketensatelliten. Ich könnte die vielleicht irgendwie steuern und hier ein paar Raketen drauf schießen lassen. Und dann müssen wir uns nur noch diesen Vorgesetzten da schnappen. Dann müssen wir nur aufpassen, wo der Typ hinrennt. Wisst ihr was, Leute? Das machen wir mal. Okay, Leute. Ja, wir geben hier mal kurz die Koordinaten ein. Ich hoffe, das geht noch. Passwort, bester Freund iCrimex eingeben. Okay, Passwort akzeptiert. Okay, und jetzt... Hört ihr das? Raketenaktivierung angenommen. Koordinatenermittlung. Okay. Ziel wurde festgestellt. Raketen. Okay. Feuer frei. 2, 1. Huja! Und Leute, oh mein Gott, es geht los. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Raketenangriff startet. Okay, okay, jetzt müssen wir... Oh mein Gott. So, alle ausschalten. Ba, 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 ba. Ja, DOP-Raketensatelliten von Turan sind immer gut, Leute. Okay, jetzt müssen wir nur aufpassen, wo der Typ abhaut. Seht ihr den hier noch? Oh mein Gott, hier ist ja alles zerstört. Die sind alle ausgeschalten. Oh, ich hoffe, wir haben nicht den Typen erwischt, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich höre jemanden, ich höre jemanden. Da ist noch einer. Nee, weg hier. In Security. Ausschalten. Zack, okay, aber wo ist der Vorgesetzte? Da hinten, der rennt. Stehen bleiben. Oh, wow, 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 wow. So, stehen bleiben, oder? Alles gut, hier. Alles gut, alles gut. So, okay. Was wollt ihr von mir? Ja, was ich von dir will. Du hast da was. Du hast da so eine Zugangskarte für ein neues Militärprojekt. Wer weißt du das? Ich habe dafür 1 Milliarde ausgegeben. Ja, ist mir egal. Oh, Leute, hört ihr das? Die Sirenen, die Polizei kommt gleich. Los, her damit. Ja, okay, lass mich doch bitte am Leben. So, zack. Okay, bitte Leute, am Leben lassen. Ja, wir lassen dich am Leben. Oh, du gehst schlafen. Okay, perfekt, Leute. Wir haben die Zugangskarte und damit können wir uns den OP-Tulus aus der Militärbasis klauen, Leute. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und ab zur Militärbasis. Let's go, bevor hier die Polizei kommt. Okay, Leute, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir hier gut in die Militärbasis reinkommen. Ich habe da so eine Idee. Leute, Trick 17. GTA-OGs kennen den Trick. Man kann ja hier über den Berg springen. Hoffen wir mal, dass der Bentley dafür schnell genug ist. Oh, so, kleine Drehung. Oh, ey, aus dem Weg, Junge. Woo! So, komm schon, kriegen wir genug Speed? Okay, ich glaube, das müsste gehen. Der Bentley ist schnell. Let's go! Oh mein Gott, wir fliegen schon fast zu weit. Und rausspringen, Fallschirm! Okay, wir sind in der Militärbasis. Wir sind in der Militärbasis gelandet. Okay, jetzt unauffällig bleiben. Wir haben bis jetzt noch kein Fahndungslevel bekommen. Vielleicht können wir uns auch irgendwie so als Militär tarnen. Da vorne steht ein Fahrzeug. Wenn wir mit dem Ding hier durch die Militärbasis fahren, fallen wir hoffentlich nicht auf. Okay, la la la. Niemand bemerkt mich hier, Leute. Niemand bemerkt mich. Oh mein Gott, okay, da vorne sind richtig viele, die haben mich aber nicht gesehen, die machen da wohl gerade irgendeine Übung. Oh nein, Leute, was denn jetzt passiert? Wir haben 5 Sterne bekommen, wir wurden erwischt. Oh, die haben mich gesehen, die haben mich gesehen. Nein, hier ist jemand. Da ist sogar ein Panzer, wow, wir müssen da ausweichen. Wow. Oh mein Gott. Ausschalten, Panzergebrauch erlaubt. Oh mein Gott, Leute, was wir nicht alles machen für unseren besten Freund Turan. Okay, schnell. Das Fahrzeug wird bestimmt hier hinten bei diesen Garagen sein, Leute. Ich kenne mich ja hier schon aus in der Militärbasis. Das bestimmt hier hinten so aus dem Weg der Schmalspuren. Oh nein, da ist noch ein Panzer. Wow. Okay, wir müssen uns irgendwas gegen diese Panzer hier überlegen. Komm. Oh mein Gott, der Panzer kommt. Feuer! So, Panzer, nimm das. Oh mein Gott, wie viel hält der aus? Nimm das! Alter, wie viel hält der aus, Leute? Oh mein Gott, okay, ich glaube, er ist zerstört. Panzer wurde eliminiert. Ist er jetzt endlich mal kaputt, Leute? Ja, okay, er ist kaputt, sehr gut. Elite-Soldaten, greift an! Okay, weiter vorrücken. Komm schon, da sind noch mehr. Zack, weg mit dir. Ich schmeiß den Twin Gas. Oh mein Gott, die benutzen Tränengas, Luft anhalten! Okay, da ist noch einer. Brennen! Okay, weg mit dir. Oh, da ist noch einer. Oh nein, okay, der ist weg. Oh, Leute, er ist hier. Der OP-Tulus. Aber was hat der denn für eine Funktion? Ich hoffe, der kann nicht tauchen wie der andere, weil hier ist kein Wasser in der Nähe. Und, okay. Oh, der leuchtet das sogar an RGB-OP-Tulus. So, wir testen mal. Wir drücken hier mal alle Knöpfe. Was passiert jetzt, wenn wir alle Knöpfe drücken? Oh, hä? Leute, seht ihr das mit den Reifen? Wow, der kann sogar fliegen.
und er hat eine Laserpistole eingebaut. Oh mein Gott. Alter, Leute, das ist der allerkrankeste OP-Tonus überhaupt. Okay, das, also ich glaube, Thorn kann mir nicht mehr sauer sein. Der andere war ja schon gut mit Unterwasser, aber Fliegen und eine Laser-Minigun eingebaut. Ich glaube, das ist der schönste Tag für Thorn aller Zeiten. Eine bessere Mischung gibt's doch gar nicht. Ein krass getunter RGB Mansory Tulus, der gepanzert ist, fliegen kann und eine Laser-Minigun hat. Leute, mehr geht nicht. Okay, ich würde sagen, Leute, wir verlieren hier keine Zeit mehr und hauen hier mal ab, Leute. Und werden dann Thorn sein Geschenk bringen. Let's go! So, Leute, das Fahndungslevel hat auch nachgelassen. Die Polizei oder beziehungsweise das Militär hat es aufgegeben. Jetzt noch einmal schön hier landen. So, Flugfunktion ausmachen und let's go. Wir haben zwei richtig, richtig kranke Tulusse. Und ich glaube, wir werden die sogar Touren nacheinander zeigen. Der wird ja schon bei dem, der unter Wasser schwimmen kann, komplett überfordert sein. Aber dann, Leute, der hier, das ist der Endgegner-Tulus. Aber okay, ich würde sagen, wir werden jetzt mal beide krass tunen. Okay, Leute, jetzt natürlich die Frage. Der Thorn will natürlich seine Autos immer in diesem Gelb haben. Irgendwie, er mag Gelb am meisten, Leute. Er hat immer hier dieses Gelb, dieses extreme Gelb, wobei ich sagen muss, obwohl... Ja gut, es muss ja nach Thorn gehen. Er mag dieses knallige Yellow, Leute. Soll er kriegen. Reifen, können wir die... Oh, wir können... Oh mein Gott, wir können die Reifenfarbe ändern. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ist die Frage, lassen wir die einfach schwarz oder machen wir die sogar auch einfach in so einem Gelb? Wobei, ich glaube, schwarz ist da echt am besten. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Das wird zu kitschig. Interieurfarbe? Nein! Oh mein Gott, Leute, wir können hier die Interieurfarbe verändern. Wie krass ist das denn? Machen wir natürlich auch Gelb innen drin. Müssen nur gucken, dass wir hier auch so ein knalliges Gelb finden. Alter, Leute, Thorn wird die Autos lieben. So, nehmen wir einfach das hier. Nee, Gold. Jetzt haben wir hier so Gold-Interieur gemacht. Aber ich glaube, das passt ehrlich gesagt ganz gut dazu. Oh, Fenster machen wir hier natürlich... Schwarz getönte Fenster, damit Thorn auch seine Ruhe hier in der Stadt hat. Der ist ja hier auch schon echt prominent, Leute. Turbo-Tuning, Xenon-Scheinwerfer, alles rein. Okay, kommen wir zum Kennzeichen, Leute. Da muss natürlich Gelb auf Schwarz sein und das wird der OP-Tulus. Obwohl, wir machen einfach Thorn-Kennzeichen. So, let's go. Boah, hört euch auch mal den Sound an. Boah, der hört sich richtig krass an. Alter, ach, guck mal, die Sekundärfarbe sind die Scheinwerfer. Die Scheinwerfer sind jetzt so blau. Boah, das sieht aber auch gut aus. Boah, man hört voll den Turbolader, wenn man damit beschleunigt. Sehr, sehr krass, Freunde. Sehr, sehr krass. So, okay, dann machen wir mal noch den nächsten fertig und dann bringen wir die beiden Touren vorbei. Okay, hier natürlich wieder gleiches Spiel, Leute. Thorns Lieblingsfarbe. Warte mal, kann man hier die Farbe gar nicht ändern? Warum verändert sich die Farbe denn hier nicht? Okay, die Sekundär ändert sich, aber die Primärfarbe hat es irgendwie nicht geändert, Leute. Obwohl ich hier Gelb gemacht habe. Vielleicht kann der nur so schwarz bleiben. Ich weiß es nicht. Okay, schade, Leute. Man kann irgendwie vielleicht das aber auch so eine Spezialbeschichtung, weil das Ding auch fliegen muss. Aber irgendwie kann man hier leider den Lack nicht ändern. Außer es gibt hier vielleicht noch irgendwie so Folierungen dafür. So, der kriegt natürlich hier auch überall die Untergrundbeleuchtung. Machen wir dann auch Gelb. Aber Schwarz-Gelb-Kombination sieht ja auch gut aus. Turbo-Tuning kommt natürlich rein. So, natürlich auch wieder das Thorn-Kennzeichen. So, dann würde ich sagen, machen wir einmal einen kleinen Check jetzt hier. Ist tatsächlich leider so, dass wir die Farbe nicht ändern können. Also der ist hier schwarz auf gelb, aber sieht trotzdem irgendwie krass aus. Das ist halt einfach der Königstulus. Der sieht halt ein bisschen anders als die anderen aus. Und ich muss sagen, ich bin mit der Auspuffanlage noch nicht ganz zufrieden. Die müssen wir noch ein bisschen krasser machen. So, jetzt Leute, Auspuffanlage auch nochmal verbessert. Kleiner Soundcheck. Oh, wow, wow. Jetzt sieht das hier gut aus. Wir machen einmal einen kleinen Test, bevor wir das Auto unserem besten Freund Thorn geben. Ja, Leute, jetzt knallt der hier. Jetzt knallt der. Haha. Okay, sehr gut. Natürlich auch Panzerung. Kratzer kommen da nicht rein. Boah, lässt sich sehr gut fahren. Lässt sich richtig gut fahren. Sound auch gut. Okay, Leute, jetzt würde ich sagen, werden wir die beiden Autos Thorn bringen. Wie gesagt, wir machen das nacheinander. Oh Gott, hier, oh, so. Wie gesagt, wir machen das nacheinander, um die Überraschung zu machen. Und deswegen starten wir erstmal mit dem Unterwasser-Tulus, weil Thorns Tempel ist ja eh am Hafen. Dann werde ich zu ihm sagen, so, Thorn, guck mal ins Wasser. Und dann komme ich aus dem Wasser raus damit. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt hier bei Thorns Tempel, hier am Hafen. Wir können jetzt ganz easy damit ins Wasser fahren. Ich werde jetzt aber als allererstes mal Thorn kurz anrufen. Wir wählen mal kurz die Nummer. Oh, es klingelt. Hallo, Thorn? Hallo. Ey, Thorn, komm mal kurz hinten zu deiner Yacht. An Hafen. Oh,
hast du einen Prank an meiner Yacht gemacht, ey? Nein, ich hab keinen Prank. Komm mal kurz zu deiner Yacht. Ja, ich komme. Okay, Leute, let's go. Ey, der Arme, der vertraut mir echt gar nicht mehr, Leute. So, zeig. Boah, ey, wie krass das aussieht jetzt hier. Holy moly, mit dem blauen Leuchten hier unter Wasser. Uiuiui. Okay, wir müssen warten, bis er bei seiner Yacht ist, Freunde. Ja. So, wir warten. Wow! Oh, da oben ist er, Da oben auf seiner Yacht ist er. Ey, Tuan! Was hast du da? Aua, was fährst du mich an? Oh, wo bist du denn? Im Wasser. Ach, da. Guck mal, was hier. Was ist das denn? Hast du mein Tunnel im Wasser getan? Nein, komm mal hier an Land. Komm mal hier an Land, Junge. Oh, er denkt, ich hätte seinen Tunnel ins Wasser getan. Hä, der ist ja total lost. Ein Tullus! Ja, aber ey, Tuan, guck mal, ich will mich bei dir entschuldigen für den Prank neulich, das war echt ein bisschen zu viel. Und deswegen habe ich einen Unterwasser-OP-Tullus für dich besorgt. Was? Ja, ja, komm mal, weißt du was, ich zeig dir den mal, steig einfach mal ein, ich werde dir das mal demonstrieren. So, ich habe den natürlich auch schon in deinen Lieblingsfarben und so getunt. Guck mal, was passiert, wenn wir hier diese Taste drücken. Siehst du, was mit den Reifen passiert? Das ist ein Tullus, der Unterwasser-Tullus wird. Oha, wie cool. Einfach auf Knopfdruck. Ey, da sind ja hinten auch Tornlauf. Ja, ist das für mich? Ist für dich als kleine Entschuldigung für die Aktion neulich. Okay, Max, wir sind quitt. Ja, okay, das ist gut. Aber weißt du was? Komm mal mit zu mir. Ich habe da noch eine Kleinigkeit für dich. Okay. Leute, der hat mir jetzt schon verziehen. Was wird er erst sagen mit dem anderen, der fliegen kann? Wir gehen jetzt mal kurz zu unserem Haus, Leute. Let's go. So, Tuan, guck mal, wir sind jetzt einfach hier übers Wasser zu meinem Haus gefahren. Wenn wir jetzt hier an Land gehen, einfach wieder die Reifen ausfahren. So, und jetzt müssen wir nur warten, bis der Bodenkontakt hat und wir fahren weiter. Und der ist auch schnell. Der ist richtig schnell. Natürlich, das ist ein OP-Tullus mit Wassertuning. Was hast du denn gedacht? So, fahren wir mal kurz hier bei mir die Einfahrt rein. Aber Tuan, ich muss sagen, das war auch wieder ein Prank. Ich hab nicht einen OP-Tullus für dich. Und zwar habe ich zwei OP-Tullus für dich. Was? Haha, komm mal hier raus. Was kann der? Tuan. Kann der auch unter Wasser? Nein, warte, Tuan. Dieser OP-Tullus, der steht für unsere Freundschaft. Seh das als Entschuldigung an für die Aktion neulich. Hab ich auch zum Verziehen. Und das hier. Schau dir mal die Optik an. Der ist komplett aus gehärtetem Carbon. Deswegen ist er nicht gelb, nur in der Sekundärfarbe gelb, weil der komplett Carbon, Leichtbau und trotzdem gepanzert ist. Und falls du dich jetzt fragst, Tuan, was kann dieser OP-Tullus krasser als deiner? Steig einmal bitte ein. Okay. Und zwar ist das hier der Vater aller OP-Tullus. Ulus. Das ist nämlich der Ultra OP-Tullus. Aber warum? Ja, guck mal, also erstmal, ne, sieht er natürlich auch schön aus, hat hier RGB, der leuchtet noch mit RGB und so. Und jetzt pass auf. Ey, was passiert da? Er kann fliegen. Oh mein Gott, er kann fliegen ohne Sonnenenergie. Und ohne Sonnenenergie, er kann einfach so fliegen und jetzt pass auf. Er hat eine Laser-Minigun eingebaut. Ja! Ab sofort, wenn ich die ganze Stadt zerstöre. Und natürlich, wenn du wieder normal fahren willst, dann einfach wieder die Taste drücken und du bist wieder auf dem Boot. Warte, okay, jetzt darfst du mal. Okay. Willst du mitkommen? Ich guck mir das mal von unten an, was du da machst. Okay. Oh, Leute. So, Knopf drücken. Ja, genau. Fliegen. Ziehen. Oh mein Gott, Leute. Kommt her, ihr Smallspur-Autos! Alter, Tour, gefällt dir dein neues Auto? Ja, es gefällt mir super. So, fließt das jetzt hier, bleib stehen! Also sind wir wieder Freunde, Tour, und alles wieder gut? Ja, alles gut. Leute, wir haben wieder die Freundschaft gerettet und haben Touren zwei krasse neue OP-Tullus besorgt. Das heißt, wir können nächstes Mal hoffentlich endlich mal wieder... Oh Gott, hier fliegt schon alles in die Luft. Das heißt, wir können nächstes Mal hoffentlich wieder einen besten Freundetag machen. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dann, haut rein, Leute. Euer Crimex.